Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Feuerwerksimulator. Leute, ihr habt es mir tausendfach in die Kommentare geschrieben. Ich hatte eigentlich nie Lust drauf, aber diesmal habe ich mir gedacht, mache ich es einfach mal und habe mir einen Autoklicker besorgt. Ist das nicht eine geile Idee? Ja, die kam ja auch, wie gesagt, von euch. Und wir werden den heute mal testen. Der ist nämlich extrem flott. Und wir setzen heute einfach mal ein paar von diesen Boxen. Ja, wie man sieht, der ist extrem schnell. Und jetzt kommt das Ganze noch an eine Zündschnur dran. Einmal so. Dann würde ich sagen auf Instant. Und einmal im Kreis drehen. Die anderen zünden sich dann, glaube ich, eh gegenseitig an, wenn die so nah beieinander stehen. Besser gesagt, ineinander stehen. Also einmal so. Dann Feuerzeug in die Hand. Und let's die Party beginnen. Ist das schön. Leute. Also, wo kommt denn der ganze Rauch her? Boah, ist das geil. Allein dieser Rauch hier ist ja schon mega geil anzusehen. Also, mir gefällt das gut, aber sowas hier im Kreis hatte ich ja schon mal in extra Videos gemacht. Wir wollen heute mal ein bisschen Schabernack betreiben. Mit diesen anderen Raketen zum Beispiel nehmen wir einfach mal davon ein paar Sätzen. So, dann hier noch ein paar von den roten. Dann von den gelben noch ein paar. Und von den grünen. Oder habe ich grün schon? Nee, okay, dann kommen jetzt ein paar grüne. Das Ganze muss dann natürlich noch verkabelt werden. Auch wieder. Oder nee, ich würde sagen, diesmal mit der 5 Meter die Sekunde Zündschnur. Einmal hier so, schön langsam, bevor wir einen vergessen. Was ist das denn? Die wollte ich aber nicht drin haben. Den auch nicht. So, jetzt noch die Lücken füllen hier. Dann kommen jetzt die gelben dran. Die natürlich auch verkabeln. So, und von hier nochmal. Da. Bis da hinten. Boah, ist das geil. Dann hier die roten noch. Mal lieber von hier, bevor wir noch irgendwas falsch verbinden, wie gerade. So. Hüpf. Und die blauen noch. Das sind die hier. Einmal schön langsam im Kreis drehen. Und dann müsste das schon gehen. Dann haben wir jetzt die ganzen einzelnen Kreise für sich verbunden, beziehungsweise die Halbkreise. Und die werden wir jetzt nochmal miteinander mit der ganz schnellen verbinden, damit die auch ungefähr gleichzeitig losgehen. Denn wir wollen die ganzen Farben ja gemischt sehen. Jeder einzeln wäre langweilig. Ja, Leute, dann würde ich sagen, let's go, ne? Zack. Alter. Kurz, aber schön. Was ist das denn? Wieso ist der denn nicht losgegangen? Wie ärgerlich. Naja, dann machen wir den halt jetzt noch. Hallo? Was ist denn das für ein Bug? Manchmal will der die irgendwie nicht erkennen. Jetzt. Schon besser. Die blauen sehen auch schön aus. Gefällt mir gut. Ja, ein paar haben wir vergessen, aber die können wir auch noch so schnell zünden. Genau. Krabum. Ja, sieht doch schön aus. Was ist damit? Und damit, hä, hatten wir die nicht gerade gezündet? Okay, geil. Dann machen wir jetzt mal... Sag mal, willst du mich verarschen? Wie oft wollen wir die denn jetzt noch zünden? Sag mal, hallo? Wie viel sind denn das? Ah ja, jetzt ist sie weg. Dann können wir weitermachen. Und mal ein bisschen mit den Böllern Spaß haben, dachte ich, oder? Die hier sehen nämlich echt geil aus. Wir setzen die einmal auch im Kreis. Und zwar in richtig krasser Menge. Alter, krank. Das ist krass. Hoppala, da oben habe ich jetzt einen aus Versehen gezündet. Die kommen einfach mal wieder weg. Und da kommt jetzt eine Zündschnur dran. Dann nehmen wir einfach mal die hier. Weil die recht lange brennen, die Dinger. Alter,
sind das viele. Echt unvorstellbar. Macht schon Bock, muss man sagen. Dann haben wir wahrscheinlich eh wieder viele vergessen, aber ist ja egal. Wird das Ding einmal gezündet. Geil. Das sieht ja schön aus. Das war's schon. Ja. Die paar haben wir vergessen. Die kommen auch noch an der Zündschnur dran. Und dann nochmal anzünden. Boah, geil. Sieht echt schön aus. Ich mag sowas Buntes. Es gibt natürlich auch an Silvester immer die Leute, die sagen, nee, es muss ja nicht knallen, Hauptsache schöne Farben. Und dann gibt es die Leute, die sagen, komm, scheiß auf Farben, Hauptsache es knallt richtig. Ich muss sagen, ich finde beides irgendwie geil. Also mal was nur mit Farben, aber wenn es dann gar nicht knallt, ist es auch langweilig. Und umgekehrt, also ich kann irgendwie beides verstehen. Ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr darüber denkt. Würde mich mal interessieren. So Freunde, das war's dann auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Auf Insta kannst du mir auch gerne folgen, wenn du mich mal sehen willst. Auf Discord kannst du auch gerne beitreten, da bin ich auch manchmal live. Ich würde mich freuen. Link ist zu beidem in der Beschreibung. Dann danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video und ciao.